Herzlich willkommen. Wenn Sie sich angemeldet haben zum Thema Analysen der Anwendungspraxis der ressourcenorientierten Beobachtungssystematik in Hannover und im Bundesvergleich, dann herzlichen Glückwunsch, sind Sie hier richtig. Alle anderen, die sich jetzt erschrocken haben, sind hier vielleicht falsch und können sich jetzt selber diesen Raum wieder verlassen. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Reith. Ich bin Koordinator der Heinz- und Heide-Dürr-Stiftung und ja, habe zusammen mit Dr. Michael Lichtblau, den ich gleich abkürze, weil wir uns auch duzen, also mit Michael und auch mit dem NIFBE, sowohl der Landeshauptstadt Hannover, diese Veranstaltung hier geplant. Die Stimme, die ihr gerade vernommen habt aus dem Off, ist jetzt auch gerade die Kachel dunkel geschaltet, ist die Stimme gewesen von Holger Mack. Da ist er. Wenn es irgendwas Technisches gibt in der Zwischenzeit, bitte wendet euch vertrauensvoll an Holger Mack. Es gibt nichts, was er nicht hinkriegt. Es sei denn, die Klimaanlage oder so funktioniert nicht bei euch zu Hause, dann gibt es ein Problem. Aber alles, was Zoom jetzt hier angeht, bitte wendet euch vertrauensvoll an Holger Mack, der hier den technischen Support macht. Bedanken tue ich mich nachher, Holger. Alles klar. Ja, dann, ich habe hier keine 5 Minuten dafür angesetzt, weil mir wichtiger ist, dass ihr heute alle hier den Vortrag von Michael Lichtblau erleben dürft. Von daher mache ich es knapp und kurz. Herzlich begrüßen möchte ich Michael Lichtblau und nochmal vielen Dank sagen, dass er sich die Zeit genommen hat, diesen Vortrag hier nochmal online anzubieten. Ich glaube, ich brauche es auch nicht großartig auszuführen. An dem Fachtag am 24.05. gab es halt technische Probleme und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dann halt entschieden, wir bieten es nochmal an und ich gehe davon aus, dass der eine oder andere Teilnehmer noch dazukommt. Es waren über 40 Anmeldungen bei Holger sind da eingegangen beim NIFBE. Vielleicht kommt der eine oder andere noch. Und wenn nicht, dann werden Sie heute was verpassen. Dann Michael, dir herzlich willkommen und auch herzlich willkommen. Die werden sich, wenn Sie nicht schon da sind, ich kenne Sie hier alle überblicken. Herzlich willkommen auch deinen beiden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen. Lisa Diesep und Katrin Hormann, die beide zu deinem Team gehören und die auch deine Forschungsarbeit groß unterstützen. Die Leibniz-Universität Hannover kooperiert hier seit mehreren Jahren zusammen mit der Landeshauptstadt Hannover und auch mit der Heinz-Mahdi-Bühr-Stiftung. Und Michael forscht, glaube ich, seit über 3 Jahren mittlerweile an dem Thema Beobachtung. Wer Michael näher kennenlernen will und was er so gemacht hat, stelle ich auch gleich einen Link auch zur Verfügung. Da kann man ein bisschen reinschnuppern und Michael etwas näher kennenlernen. Weiterhin ja, begrüße ich alle pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, alle Early Excellencerinnen. Und wie wir da gerade gehört haben, schon, wir sind ja tatsächlich von Baden-Württemberg bis hoch nach Niedersachsen hier vertreten. Vielleicht auch noch einer nördlicher, das weiß ich jetzt nicht. Ich freue mich jedenfalls. Was ich ankündigen darf, ist für heute, ich habe mit Michael abgesprochen, dass wir das, was er am 24.05. im Fachtag vorgetragen hat, dass er sich dort auf die Kernergebnisse dieser Untersuchung ja, beschränken wird und ihr jetzt das große Vergnügen habt oder das Bonbon habt gegenüber den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Der Schwerpunkt wird tatsächlich eher sein, was bedeutet das Ganze, seine Kernergebnisse? Also die Perspektive und die Weiterentwicklung seiner Forschungsarbeit wird er euch hier vorstellen. Und von daher bekommt ihr ja so eine Art Zusatzpaket hier heute, wissenschaftliches Zusatzpaket und dürft das auch genießen. Wir werden das nachher so machen. Ich schicke ja auch gleich nochmal meine E-Mail-Adresse rein für alle die, die den Vortrag dann haben möchten, wenn er dann aufgezeichnet wird. Die schicken mir einfach eine E-Mail und sobald das ich von Holger Mack zugesendet bekommen habe, schicke ich euch dann auch diesen Link für diesen Online-Vortrag. Damit habe ich jetzt meine 5 Minuten rum. Ich werde zwischendurch noch technische Hinweise
den Chat betreuen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, stellt es einfach rein. Und wir werden das so machen. Ich darf mich jetzt zwischendurch unterbrechen und werden dann so eine kleine Fragepause machen. Und dazu könnt ihr euch auch gerne, ja, und dann schauen wir, wie wir es machen, weil wir, noch sind wir ja 24, das kann man ja überblicken. Man kann sich dann auch kurz per Video zuschalten und kann dann auch seine Frage vielleicht auch selber stellen oder wiederholen. Dann muss ich das nicht unbedingt aus dem Chat vorlesen. Dann ist das vielleicht etwas persönlicher. Ja, soweit meine Einführung. Und ja, Michael, die nächste Stunde, gute Stunde, etwas mehr gehören dir. Und dann übergebe ich dir das Wort. Ich schalte mich jetzt stumm und übernehme den Chat. Und dann freue ich mich auch auf die Sachen heute zu hören, die ich auch am 24.05. noch nicht gehört habe. Ja, super. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank auch an Snifpe, die diese Veranstaltung heute hier organisieren und betreuen. Also vielen Dank auch an Holger von meiner Seite. Genau, seid oder seien Sie alle begrüßt und begrüßt heute hier. Ich freue mich auch, dass wir das hier nochmal in diesem Rahmen vorstellen können. Wie Andrea schon sagte, werde ich heute begleitet von Katrin Hormann, die eben auch in dem Team ist. Und Lisa Diesepp ist leider verhindert, weil ab Mittag heute keine Betreuung in der Kita mehr möglich war. Das hat sie heute Morgen um 7 Uhr erfahren. Insofern recht überraschend und dementsprechend heute leider verhindert. Genau. Wir werden das auch, Katrin und ich, sehr gut hinbekommen. Insofern werden wir Lisa würdig vertreten und freuen uns auf einen angenehmen Austausch mit Ihnen. Und ich würde sagen, ja, soll ich noch irgendwas zu meiner Person sagen? Ich weiß, vielleicht ein bisschen kann ich was zu uns sagen. Also wir sind ein Forschungsteam, was eben an der Leibniz-Uni Hannover tätig ist, im Institut für Sonderpädagogik, und haben hier schon auch wirklich eine, ja, 10-, 15-jährige Vergangenheit in der frühkindlichen Forschung. Das hat auch was durchaus mit der Gründung des NIFBE zu tun, wo in Niedersachsen ja viel, viel Forschung dann auch gut unterstützt wurde und wirklich die Szene sehr belebt hat, kann man sagen. Und ich speziell forsche eigentlich von Anfang an auch unter so einer sonderpädagogischen Perspektive im frühkindlichen Bereich, auch im Übergang zur Schule und immer unter der Perspektive, wie Lern- und Entwicklungsverläufe von Kindern gut begleitet und unterstützt werden können. Das werden Sie auch noch feststellen unter auch einer verstärkt systemischen Perspektive, also auch der Frage, wie verschiedene Unterstützungssysteme, in erster Linie eben natürlich auch die Familie, gut in solche Bildungsprozesse eingebunden werden können. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei Early Excellence. Das ist da ja ein ganz großes Thema und auch im Beobachtungsverfahren ist das ein wichtiger Aspekt. Und so kam es dann eben auch, dass ich irgendwann auf einer Tagung Andrea Schenk über den Weg gelaufen bin und so dann eben diese gemeinsame Forschung mit der Landeshauptstadt Hannover und dann eben auch der Dürr-Stiftung im Kontext des Early Excellence Ansatzes begonnen hat. Und wie Andrea schon sagte, machen wir das schon viele, viele Jahre und jetzt seit einigen Jahren eben auch verstärkt zum Beobachtungsverfahren. Genau. Und insofern das erstmal so als Information vorweg. Und ich würde jetzt an dieser Stelle einmal den Bildschirm freigeben und eben die Präsentation einblenden und auch gar keine Zeit verlieren und entsprechend damit starten. Und vorstellen werde ich nun eben die Kernergebnisse von Early Excellence in Deutschland 1, eben das Projekt, wo wir eben die Anwendungspraxis der Beobachtungssystematik in den Blick genommen haben. Und werde dann weiterführend eben auch auf Aspekte eingehen, die in dem aktuell laufenden Projekt, seit Anfang des Jahres laufenden Projekt Early Excellence in Deutschland 2 eben eingehen oder dort Perspektiven aufreißen. Und in diesem EEBV 2 Projekt geht es jetzt eben um die Weiterentwicklung und Überarbeitung der Beobachtungssystematik in enger Abstimmung mit der Praxis und eben Vertreterinnen der regionalen Netzwerke der Dürr-Stiftung und eben sozusagen der Early Excellence Community in Deutschland. Wie das stattfindet, werde ich auch noch sagen, beziehungsweise können wir auch gerne bei Fragen noch näher drauf eingehen. Aber vom Ablauf her würde ich erstmal eben noch einige Worte zum Design sagen. Das bedeutet, dass Sie doch so eine grobe Idee haben, was haben wir eigentlich dort durchgeführt. Dann die Kernergebnisse darstellen, die in eben komprimierter Form, wie Andrea schon sagte. Und insofern stellen Sie gerne Fragen, werden Fragen aufkommen.
Wir versuchen die dann entsprechend im Vortrag direkt zu besprechen und zu klären und im zweiten Teil dann eben Perspektiven zur Weiterentwicklung. Und wenn wir am Ende dann noch Zeit haben, dann entsprechend ein Austausch im Plenum angesetzt, ist eben so eine Stunde. Das bedeutet, dass wir eigentlich dann 16:45 noch Zeit haben sollten, etwas miteinander ins Gespräch zu kommen. Und Punkt. So, also Kurzvorstellung des Designs und der Kernergebnisse des Forschungsprojekts. Hier einmal das Forschungsdesign im Sinne so eines Schaubildes, finde ich, ist eigentlich ganz informativ und deswegen habe ich das auch als Folie hier sozusagen eingeblendet. Und man kann hier schön sehen, dass das Design sozusagen drei Projektphasen umfasst hat. Und es zunächst einmal in der ersten Projektphase darum ging, in Hannover in eben 4 Familienzentren Interviews mit sorgeberechtigten Personen, mit Fachkräften, auch mit Kita-Leitungen und auch eben Koordinatorinnen der Familienzentren zu führen und dort eben entsprechend Forschungsfragen, die ich Ihnen gleich auch noch vorstellen werde, zu bearbeiten. Wir haben in diesem Kontext auch teaminterne Gruppendiskussionen durchgeführt, was sehr spannend war. Und auch hier schon begonnen mit einer Dokumentenanalyse der ressourcenorientierten Beobachtungssystematik, also eben der Frage, wie wird das dokumentiert? Das ist eine Papierversion an allen Standorten aktuell noch. Kommen wir vielleicht noch auf das Thema. Also eine Papierversion. Und da ging es eben auch im Verlauf des Projekts dann darum, die verschiedenen zur Anwendung kommenden Versionen sozusagen der Beobachtungssystematik miteinander vergleichend in den Blick zu nehmen und das eben im Rahmen einer Dokumentenanalyse. So, das bedeutet, wir haben also in Hannover gestartet und dann war es aber natürlich auch ganz wichtig, nicht nur in Hannover zu bleiben und damit eben in der Region Nordwest, sondern auch in den anderen Early-Excellence-Regionen entsprechend Standorte auszuwählen, an denen dann exemplarisch eben ebenfalls die quasi Anwendungspraxis der ressourcenorientierten Beobachtungssystematik erhoben wurde und das eben an den Standorten Berlin, Frankfurt und Stuttgart und da entsprechend immer an 2 Familienzentren, wie Sie sehen können. Und auch dort wurden Interviews mit Fachkräften, Leitungen und Koordinatorinnen geführt und eben auch eine Dokumentenanalyse der ressourcenorientierten Beobachtungssystematik logischerweise. An dieser Stelle nur kurz, Sie können sich vorstellen, was 1920 war, auch teilweise ja leider immer noch ist. Wir waren deutlich eingeschränkt im Rahmen der Untersuchungen durch die Corona-Pandemie. Logisch war schwierig, in die Einrichtung zu kommen. Und da auch nochmal wirklich ein Dank und auch ja meine Wertschätzung an alle, die da mitgemacht haben, dass wir das trotzdem so gut hinbekommen haben. Und wir haben eine ganz kreative Lösung gefunden, so dass alle Erhebungen auch entsprechend durchgeführt werden konnten, was leider nicht in dem Umfang wie geplant stattfinden konnte, waren die Hospitationen und Beobachtungen in den Systemen logischerweise, weil Besuche da eben teilweise verboten, eingeschränkt oder eben insgesamt sehr, sehr schwierig waren. So, wie man hier sehen kann, wird das Ganze dann noch abgeschlossen durch eine dritte Projektphase. Und die war so gestaltet, dass eben die Auswertungen und Ergebnisse der ersten beiden Phasen dann mit quasi Early Excellence Beraterinnen, Expertinnen aus dem Early Excellence Feld reflektiert wurden. Und da wurden dann eben Interviews mit dem EE-Projekt, mit der EE-Projektleitung, aber auch mit regionalen Netzwerkkoordinatorinnen und auch den Fortbildungsleitungen geführt und dort zunächst einmal eben dann diese Ergebnisse reflektiert, gemeinsam die Perspektiven auch dieser sozusagen Ebene eingefangen und dann auch am Ende im Auswertungsbericht entsprechend dargelegt. So, das zum Aufbau. Sie stellen fest, es ist logischerweise auch ein qualitatives Projekt. Also wir haben hier nicht mit Fragebögen gearbeitet, sondern es wurden entsprechend leitfadengestützte Interviews durchgeführt, die am Ende dann mit Meiring inhaltsanalytisch ausgewertet wurden. Punkt. Das vielleicht nochmal auch wichtig zu erwähnen. So, was waren jetzt die Ziele? Die Ziele waren natürlich in erster Linie eine Analyse der aktuellen Anwendungspraxis in den untersuchten Systemen. Es ging um eine Reflexion eben auch auf der Ebene der Expertinnen und letztendlich dann um eine Herausarbeitung von eben Gelingensbedingungen und Hemmnissen, eben auch im Hinblick auf die Fundierung einer Weiterentwicklungsperspektive in dem Projekt, was jetzt gerade am Laufen ist. Konkret haben wir 3 Forschungsfragen bearbeitet, nämlich einmal, wie die Anwendung der Beobachtungssystematik im Kita-Alltag beschrieben wird,
dann ebenso wie diese Beobachtungssystematik im Feld wahrgenommen und bewertet wird, was eben auch nochmal ein deutlicher Unterschied ist. Also dort ging es gerade auch um die subjektiven Perspektiven der Interviewpersonen, auch die unterschiedlichen Perspektiven von Eltern beispielsweise, dann eben auch den Fachkräften, die durchführen und ebenso auch den Leitungen und Koordinatorinnen, die eventuell dort weniger stark eingebunden sind und dann auch eher so einen administrativen Blick auf das Verfahren haben. Das ist natürlich auch unterschiedlich, je nachdem, wie dort Freistellungen vorhanden sind. Das ist ganz klar. Aber es ging dort eben um diese Frage, wie auch jede Interviewperson individuell auf dieses Verfahren sozusagen blickt und es bewertet. Und als letztes ging es eben auch um diese Dokumentenanalyse und die Frage, wie sich diese Verfahren im bundesweiten Vergleich darstellen. So, an dieser Stelle habe ich hier extra hingeschrieben, Download des komprimierten Ergebnisberichts via Chat möglich. So, und das Ganze ist natürlich möglich in dem Moment, wo ich das sozusagen zum Download bereitstelle. Und das mache ich an dieser Stelle einmal. Das dauert jetzt eine Sekunde, weil ich mich hier durch meine Dateien etwas klicken muss. Aber es wird gleich zum einen, da sind wir, zum einen dieser Ergebnisbericht von mir zur Verfügung gestellt. Und mal, ob ich gleich beide hochladen kann. Nee, ich mache das mal nacheinander. So, einerseits ist jetzt zunächst einmal dieser Ergebnisbericht dort hochgeladen. Das bedeutet, das, was ich Ihnen jetzt hier vorstelle, kann dort auch nochmal schriftlich nachvollzogen werden. Und zum anderen werde ich Ihnen jetzt auch die Folien des Vortrages hochladen. Und damit ich da nicht was Falsches hochlade, gucke ich nochmal. Ja, das ist richtig. Und das sollte Ihnen jetzt allen zur Verfügung stehen. Insofern mache ich weiter und ich werde nun die Kernergebnisse des Forschungsprojekts anhand dreier Thesen, die aus den Ergebnissen abgeleitet sind und sozusagen Metaperspektiven darstellen, Ihnen vorstellen. Und wir beginnen mit der These 1, die da lautet, die ressourcenorientierte Beobachtungssystematik wird bundesweit weitgehend einheitlich umgesetzt. Jedoch wurde sie regional angepasst und unterscheidet sich in der einrichtungsbezogenen Umsetzungspraxis. Was bedeutet das nun konkret? Einerseits muss man sagen, dass die Umsetzungspraxis im Sinne auch dieses Ablaufs der Beobachtung, Auswertung und auch der Durchführung eines Angebots und einem abschließenden Elterngespräch als ein einheitliches Vorgehen auch mit gemeinsamer Zielsetzung bundesweit einheitlich beschrieben wird. Das bedeutet, dort sind eigentlich sehr wenig Unterschiede vorhanden, also die groben Metaperspektiven stimmen überein, indem eben ein Kind pro Woche in unterschiedlichen Situationen im Freispiel von pädagogischen Fachkräften ressourcenorientiert beobachtet wird, auch die Entwicklung des Angebots dann eben in so einem kollegialen Austausch stattfindet und eben auf diesen Beobachtungen basiert, gleichzeitig aber auch weiteres Wissen vom Kind mit einbezogen wird und dabei eben gezielt so eine ressourcenorientierte Perspektive eingenommen wird, und letztendlich dann auch eine Dokumentation des Angebots stattfindet, das dann in Elterngesprächen sozusagen oder diese Dokumentation dann in den Elterngesprächen letztendlich auch die Grundlage ist, um Rückmeldungen über die Durchführung zu geben und mit den Eltern in Austausch zu kommen und auch Perspektiven auf das Kind durch die Erfahrung der Eltern zu erweitern. Man kann allerdings auch sagen, es gibt sehr wohl auch Unterschiede, die sich auf die Umsetzung der Beobachtung, Auswertung und auch des Angebots und Elterngesprächs ergeben. Und das ist ganz interessant, dass das natürlich einerseits regionale Unterschiede sind, aber teilweise auch zwischen Einrichtungen innerhalb einer Region bis hin auch zu Unterschieden der Durchführung innerhalb der Einrichtung. Das ist nichts Ungewöhnliches und das kennen wir auch aus der Forschung. Aber es ist immer wieder auch spannend, das festzustellen, dass letztendlich die Frage, wie wird so etwas durchgeführt, immer auch eine Frage ist, wer das natürlich durchführt und mit welchen individuellen Zielsetzungen und Schwerpunktsetzungen an diese Geschichte herangegangen wird. Insofern, um ein paar Unterschiede zu nennen, es gibt Einrichtungen oder Personen, die eben diese Beobachtungen filmen. Es gibt andere, die auch diese Beobachtung durch Interviews mit Kindern erweitern. Gerade auch im Hortbereich wird das beispielsweise in einer Region speziell durchgeführt. Es gibt auch Standorte, an denen sorgeberechtigte Personen an den Auswertungsgesprächen teilnehmen.
Es gibt Unterschiede in der Umsetzung des Angebots. Ist das in einer kleinen Gruppe oder ist das im 1-zu-1-Setting? Und es gibt letztendlich dann auch im Rahmen der Einbindung der Sorgeberechtigten Unterschiede, in dem hier teilweise Entwicklungsgespräche und Elterngespräche zusammengelegt werden oder auch Kinder gezielt mit in die Entwicklung und auch Auswertung des Angebots quasi eingebunden werden. Also diese letzten beiden Aspekte beziehen sich auch schon mal prospektiv, gehe gleich noch näher drauf ein, auf die Frage, wie intensiv werden Eltern und Kinder mit in dieses Verfahren einbezogen und inwiefern sind sie aktive Mitgestalter oder eher passive Konsumenten eines Angebots oder auch einer professionellen Perspektive von Fachkräften. Insofern können wir festhalten, es gibt eben eine durchaus hohe Einheitlichkeit in der Umsetzung, gleichzeitig dann aber, wenn man näher ranzoomt, dann doch auch regionale, wenn nicht sogar auch individuelle Differenzen in der Umsetzung des Verfahrens. These 2. Die ressourcenorientierte Beobachtungssystematik wird als Perspektiverweiterung wahrgenommen. Trotzdem werden gewisse Limitationen oder fehlt was, Limitationen ausgemacht. Was ist damit gemeint? Damit ist halt gemeint, dass zunächst einmal diese Beobachtungssystematik so wahrgenommen wird, dass mit ihr eben die Möglichkeit besteht, unter so einer gezielten Ressourcenperspektive eine Perspektiverweiterung in der Wahrnehmung des Kindes zu erzielen. Also durch diesen genauen Blick nochmal auch in so einer Situation für eben auch einen bestimmten Zeitraum genauer hinzuschauen und auch unter Ressourcenperspektive zu fragen, was beobachten wir dort, wird sozusagen als Zugewinn und Erweiterung der Perspektive aufs Kind gedeutet und rückgemeldet. Gleichzeitig werden dort aber auch gewisse Limitationen ausgemacht und an dieser Stelle beispielsweise darauf verwiesen, dass das Verfahren insgesamt doch als sehr starr und zeitaufwendig wahrgenommen wird. Teilweise wird hier auch erwähnt, dass die sprachliche Vielfalt oder gerade auch die sprachliche Gestaltung der Vielfalt von Familie und hier auch speziell natürlich die Fachtermini eine Herausforderung darstellen. Beispielsweise Schemata, wo bestimmt auch erstmal Erklärungen notwendig sind, was sich dahinter verbirgt. Und letztendlich auch immer so ein bisschen die Frage besteht bei einigen, ob der Blick allein mit der ressourcenorientierten Beobachtungssystematik ausreicht oder auch weitere ergänzende Instrumente benötigt werden. Als letztes ist ja auch noch so eine Diskussion, die wir jetzt auch gerade in unserer Arbeitsgruppe beim Folgeprojekt führen, ob es gezielte Versionen für den Krippenbereich und auch für den Hortbereich geben sollte. Da sind ganz unterschiedliche Meinungen im Raum und Entscheidungen natürlich auch lange noch nicht gefällt, weil wir da gerade dabei sind, erstmal uns auf gemeinsame Perspektiven zu einigen. Vielleicht nochmal zum ersten Punkt, weil ich das gerade so ein bisschen übergangen habe. Wenn es auch so um die Frage der Erweiterung geht, wird hier auch häufig sozusagen die erweiterte Möglichkeit genannt, Sorgeberechtigte gezielt mit einzubeziehen. Und das ist ja ganz logisch, dass durch dieses Verfahren eben auch eine gezielte Einbindung von Eltern stattfindet und hier dann eben diese Erweiterung der eigenen Perspektive auch auf die Familie übertragen werden kann. Also sozusagen die Auseinandersetzung und Kooperation mit der Familie auch unter der Zielperspektive stattfindet, die Perspektive von Eltern auf ihre Kinder ressourcenorientiert zu erweitern und sozusagen hier auch in so einen ko-konstruktiven Austausch über die Deutung kindlicher Handlungen einzusteigen, was ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt finde. Deswegen möchte ich den an dieser Stelle noch einmal nachreichen. So, das also zur Wahrnehmung im Feld. Also muss man erstmal sagen, ein recht positiver Blick auf das Verfahren insgesamt, wenn man sich die Daten anschaut. Es wird deutlich als Zugewinn, als Bereicherung der pädagogischen Arbeit gesehen. In Teilen muss man aber auch feststellen, dass es eben gewisse Punkte gibt, an denen sich so ein bisschen gerieben wird, wo man sich im Feld auch fragt, ob man das nicht anders machen könnte, anders machen sollte. Und letztendlich sicher sind das auch dann die Gründe, warum es dann zu individuellen Ausformungen und Anpassungen kommt, die wir eben im vorherigen Punkt schon angesprochen haben, indem dann einzelne Regionen eben das Verfahren auch in besonderen Bereichen entsprechend erweitert, verändert haben, eben um diesen individuellen Perspektiven gerecht zu werden. Die dritte These: in der ressourcenorientierten Beobachtungssystematik
werden sorgeberechtigte Personen und Kinder zwar punktuell adressiert, aber nicht ganzheitlich eingebunden. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist ja im Rahmen der Early Excellence Arbeit eben die Kooperation mit Eltern und eben auch den Kindern. Und hier ist jetzt die Frage, wie findet das in diesem Verfahren statt und auch im bundesweiten Vergleich. Und da muss man einmal feststellen, dass Einigkeit darin besteht, dass dieses Verfahren auf jeden Fall transparent gemacht werden muss, dass deutlich werden muss, dass beobachtet wird. Allerdings bestehen hier wirklich unterschiedliche Vorstellungen dazu, wie dies konkret aussehen soll. Also das bedeutet, dass ganz unterschiedliche Meinungen darüber vorhanden sind, ob das Kind gezielt darüber informiert werden soll, ob es beobachtet wird. Das ist ein ganz spannender Punkt. Also es gibt dort Fachkräfte, die der Meinung sind, dass es ganz, ganz wichtig ist, das Kind dort eben zu informieren und dass es ein Recht darauf hat, zu wissen, dass es beobachtet wird. Es gibt genauso auch Fachkräfte, die der Meinung sind, dass genau das eben falsch wäre und ungünstig wäre, weil es das Kind unter Druck setzt und so eine künstliche Situation schafft, in der natürliches Verhalten behindert wird. Das Gleiche ist auch mit den Eltern der Fall. Auch dort besteht im Sinne der Einbeziehung unterschiedliche Perspektiven. Es wird sozusagen bei allen grundsätzlich auch immer darauf hingewiesen, natürlich, dass das Kind beobachtet wird. Häufig auch über Aushänge werden die Eltern informiert. Aber dann sozusagen die Frage der Einbindung, der gezielten Einbindung und vor allen Dingen auch der aktiven Einbindung, die wird ganz unterschiedlich beantwortet und auch ganz unterschiedlich umgesetzt. Beginnen wir da einmal mit den Kindern. Auch dort ist es so, dass ja umstritten ist, inwiefern die Kinder zum Beispiel bei der Auswahl des Angebots mitbestimmt einbezogen werden sollen. Es gibt eben Standorte, die das sehr wohl tun, also eben dann in der Auswertung oder nach der Auswertung das Kind gezielt auch in die Entwicklung des Angebots einbeziehen und aktiv sozusagen auch nach Interessen und Wünschen befragen. Es gibt auch sogar Standorte, die auch schon die Auswertungsgespräche gemeinsam mit den Kindern führen. Es gibt aber auch welche, bei denen das eben nicht der Fall ist und wo das Kind eher in so einer passiv konsumierenden Rolle ist und auch da dann wieder auf der Grundlage ganz unterschiedlicher Perspektiven im Hinblick auf die Deutung dieses Vorgehens, indem nämlich die eine Gruppe dann beispielsweise, die auf aktive Mitgestaltung setzt, eben die Rechte des Kindes in den Vordergrund stellt, auch darauf verweist, dass dadurch natürlich eine höhere Passung erzielt werden kann, etc. pp. Währenddessen die andere Gruppe eben diese Einbindung des Kindes als eine Überforderung ansieht und eine zu große Herausforderung für Kinder, sich in diesen Prozess einzubringen und es daher besser sei, das sozusagen auf einer professionellen Ebene zu belassen und aus den Beobachtungen eben ein Angebot abzuleiten, ohne das Kind gezielt in diesen Prozess mit einzubeziehen. Ähnlich stellt sich das dann auch bei den Sorgeberechtigten dar, indem die sozusagen ebenfalls punktuell und auch einrichtungsspezifisch unterschiedlich einbezogen werden. Das bedeutet, es gibt eben Einrichtungen, die Eltern intensiver eben auch als aktive Mitgestalter in diesen Prozess einbinden, mit ihnen kooperieren, auch dann gezielt sozusagen gemeinsame Perspektiven auf die Entwicklung des Angebots entwickeln, gleichzeitig aber auch Einrichtungen und Systeme, die auch hier stärker quasi Ergebnisse präsentieren, auch professionelle Perspektiven präsentieren, sich auch als Professionelle in diesem Fall deutlich adressieren oder markieren in diesem Fall und Eltern sozusagen eher aufgeklärt oder informiert werden über die Inhalte der Beobachtung und auch der Durchführung des Angebotes. Insofern ist auch hier relativ umstritten oder zumindest gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Frage, inwiefern eine Teilnahme auch einen aktiven Einbezug der Sorgeberechtigten bedeutet. Also könnten wir sagen, es gibt auch dort sozusagen dieses Kontinuum zwischen eher einer passiv konsumierenden Rolle versus einer aktiv ko-konstruierenden Rolle und insofern auch dort unterschiedliche Formen und auch quasi Niveaus der aktiven Einbeziehung von Eltern und Familien der beobachteten Kinder. Wenn wir ein Fazit ziehen, dann kann man sagen, dass die ressourcenorientierte Beobachtungssystematik bundesweit
bundesweit eben weitgehend einheitlich umgesetzt wird im Sinne der Reihenfolge der Verfahrensschritte, also auch der groben sozusagen Ausrichtung im Sinne einer Ressourcenorientierung. Bei allen wird in irgendeiner Form eine Situation beobachtet, schriftlich dokumentiert, auch dort mit eben kleinen Differenzen. Die Einrichtung beispielsweise, die Filme, die verschriftlichen diese Beobachtungen dann erst im Nachhinein, weil sie in diesem Moment die ja filmen. Andere machen es eben in der Situation. Insofern dort kleine Unterschiede. Und auch muss man sagen, das habe ich noch nicht erwähnt, spricht diese Einheitlichkeit, die sich auch in den Rückmeldungen aus dem Feld ergeben, ganz klar für eine gute Fort- und Weiterbildungspraxis des Early Excellence Netzwerkes, so dass diese durchaus vorhandene Form der Standardisierung überhaupt auch nur deswegen zustande kommt, weil eben entsprechend gut und auch sozusagen vergleichbar geschult wird im Hinblick auf die Anwendung und Durchführung der ressourcenorientierten Beobachtungssystematik. Auch ist wirklich übereinstimmend in der Praxis ein positiver Blick auf dieses Verfahren vorhanden. Es wird nicht als eine generelle Belastung gesehen, sondern es wird als hilfreich wahrgenommen. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Rückmeldung aus dem Feld, über die man sich wirklich sehr freuen kann, weil das wirklich nicht bei allen Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren der Fall ist und häufig dort eben auch gerade bei Entwicklungsdokumentationen rückgemeldet wird, dass die eher als eine Belastung, als so eine Ankreuzorgie, wie auch immer, verstanden werden. Und da muss man sagen, das ist in diesen Erhebungen hier nicht in dieser Form rückgemeldet worden, sondern im Gegenteil, ist eine überwiegend sehr positive und auch wertschätzende Rückmeldung zu diesem Verfahren zu sehen in den Daten. Es gibt einrichtungsspezifische und auch regionale Unterschiede, habe ich eben gerade ausgeführt, nämlich beispielsweise die Teilnahme der Eltern am Auswertungsgespräch. Und es werden auch gewisse Limitationen wahrgenommen und hier auch immer wieder heiß diskutiert, ob eventuell andere Ansätze, andere Instrumente und Verfahren, zum Beispiel Martimeo, in diese quasi Entwicklungsbegleitung, Beobachtung und Dokumentation des Kindes eingebunden werden müssten, um gewissen Kindern und ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Also spannende Fragen, die sich da stellen und dann entsprechend auch den weiteren Prozess der Entwicklung steuern oder auch in irgendeiner Form vorstrukturieren. Und insofern setzen wir uns aktuell damit auseinander, inwiefern Anpassungen und Weiterentwicklungen stattfinden können. Und das vor allen Dingen so, dass natürlich alle Standorte davon profitieren. Also es geht uns natürlich darum, die Gelingensbedingungen, die positiven Aspekte und dann entsprechend auch Anpassungen, die sich einfach als sehr hilfreich und günstig erwiesen haben, so zusammenzufassen und zu komprimieren, dass sie dann letztendlich auch allen im Feld zur Verfügung gestellt werden können und so, dass alle eben dann auch alle Standorte davon profitieren. Gleichzeitig müssen wir uns auch die Frage stellen, welche Voraussetzungen wir dafür in der Praxis schaffen müssen, um dann auch entsprechende Dinge durchzuführen, auch gerade im Hinblick auf die vielleicht Erweiterung des Verfahrens, auch auf eine Intensivierung der Einbindung von Kindern und ihren Familien. Ist immer auch zu hinterfragen, inwiefern diese Ansprüche, die dann letztendlich auch an die Praxis und einzelne Fachkräfte formuliert werden, leistbar sind und umsetzbar sind. Über die Situation in den Kitas brauche ich Sie nicht informieren. Da sind Sie noch mehr Experte, als ich es bin. Und wir alle wissen, dass die Ressourcen, was die Arbeitskräfte angeht und die Arbeitszeit angeht, jetzt nicht im Überfluss vorhanden sind. Insofern müssen wir da sensibel sein. Und letztendlich ist es aber auch natürlich eine ganz wichtige Frage, welche inhaltlichen Aspekte sollten im Sinne einer Qualitätssicherung zu einem bundesweit einheitlichen Standard zählen. Also das ist eigentlich jetzt bei EEBV2 mit Katrin, Lisa und eben Kolleginnen und Kollegen der Landeshauptstadt Hannover und eben auch dem Early Excellence Netzwerk bundesweit. Das sind eigentlich gerade so, ist das Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen, indem wir uns fragen, was sind eigentlich so eben Kernperspektiven, die in diesem Verfahren bundesweit eben auch als Standard zu etablieren sind und entsprechend geschärft und bundesweit einheitlich umgesetzt werden sollten. So, an dieser Stelle bin ich mit dem ersten Teil fertig, wo es sozusagen um die Rückmeldung der Kernergebnisse von der Untersuchung Early Excellence in Deutschland 1 geht. Und ich denke, wir könnten vielleicht an dieser Stelle
kurz 5 Minuten Rückfragen machen, weil ich dann nämlich in die Perspektiven der Weiterentwicklung gehen würde. Und an dieser Stelle daher sind Sie herzlich eingeladen, Anmerkungen, Fragen, Perspektiven einzubringen, wenn diese bei Ihnen vorhanden sind. Ja, vielleicht können wir es ja so machen, dass du vielleicht mal ganz kurz rausgehst aus dem Bildschirm. Dann kann ich die Kamera mal kurz anmachen und hätten dann die Chance. So machen wir das. Ich gehe auch mal auf Galerieansicht, dann sehe ich alle, das ist ein bisschen angenehmer. Also für die, die sich zeigen wollen. Genau. Kurz abtupfen bei 30 Grad, außer in Baden-Württemberg, die brauchen das nicht. Obwohl es da ja sonst früher eigentlich immer heißer war als hier, aber das hat sich jetzt irgendwie zumindest heute mal umgekehrt. Ne? Ja, gibt es Fragen, Anmerkungen? Genau, wer ist mit dem Verfahren vielleicht auch selbst in Kontakt oder führt es durch und hat eigene Perspektiven, die er noch ergänzen möchte oder sie ergänzen möchte? Insofern gerne. Ich warte noch mal ein paar Sekunden. An der Stelle kommt immer mein Satz, ein guter Referent, Rentin, muss ungefähr 45 Sekunden Stille aushalten. Ich kann das auch nicht, deswegen labere ich schon wieder dazwischen. Aber ich sehe, Frau Marion Lund hat ihr Mikrofon freigeschaltet. Könnte das darauf hindeuten, dass Sie einen Beitrag leisten möchten? Ja, ich möchte dazu... Ich möchte dazu sagen, dass wir in der Einrichtung nach dem offenen Konzept arbeiten und durch Corona sehr eingeschränkt waren in den Gruppen und dass wir jetzt eigentlich erst wieder starten in das Arbeiten, in das offene Arbeiten. Und wir haben auch junge, neue Kollegen in Corona gekriegt, die so noch nie gearbeitet haben. Also ich habe das Gefühl, wir starten nochmal wieder neu mit dem ganzen Beobachtungsverfahren, wie gehen wir damit um, wie beobachten wir. Also es ist jetzt wieder, wir sind wieder im Gang, aber wir waren, also ich habe das Gefühl, wir waren einfach schon mal weiter. Ja, und da bei den Ausführungen, die Sie machen, da also kann ich mitgehen. Einige Kollegen machen es schon bei uns, dass sie die Kinder noch anders mit einbeziehen als die, die noch neu und unsicher sind in dem Programm. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das unser Beobachtungsverfahren. Und wie gesagt, wir müssen wieder ins Tun kommen, sozusagen. Ja, das war meine Worte. Danke. Ja. Genau, das, also ich mache ja öfter Veranstaltungen wie diese oder andere, wo ich mit der Praxis in Kontakt komme und das berichten eigentlich fast alle. Genau wie Sie. Also gerade die Umstellung eben von geschlossenen Gruppen wieder ins offene Konzept, das ist wie so eine Renaissance oder so ein Neustart ist und also genau das, was Sie beschreiben, das habe ich jetzt wirklich mehrfach gehört und genau, ist mit sicher auch nicht immer einfach, aber ich habe auch von einigen gehört, dass sie das auch als einen ganz spannenden Prozess erleben, wo man viel Neues auch entdeckt und nochmal nachschärft und überlegt, ob Sachen gut laufen oder wie man es vielleicht in Teilen auch noch besser machen kann. Insofern finde ich, dass bei aller ein Mist und Krams, der jetzt hinter einem liegt, und da war ja nun wirklich viel, viel Blödes bei, da braucht man nicht drüber reden irgendwie, vielleicht, wenn überhaupt was Gutes oder nicht, wenn überhaupt, also man was Gutes aus dieser Situation herausholen kann, indem man im Rahmen dieser Transition zu so einer eben wieder einem Wiederfinden von auch ein bisschen Normalität und Entspannung nochmal auch genau hinschaut, was sind denn eigentlich für vielleicht auch Aspekte, ja, die veränderungswürdig sind oder wo man auch sagt, dann auch mitnehmen als Positives aus dieser Phase, finde ich auch nochmal ganz spannend so. So, ich weiß nicht, ob das 45 Sekunden waren, aber mir kam es vor wie eine Minute. Und insofern würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle weiter
Und jetzt kommt ja der mindestens genauso spannende Teil, nämlich der Teil im Hinblick auf die Weiterentwicklung. Und da ich glaube, dass Sie oder viele von Ihnen auch mit diesem Verfahren vertraut sind und ich Ihnen insofern auch nichts völlig Neues erzählt habe, könnte es sein, dass dieser zweite Teil dann auch etwas mehr auch vielleicht Nachfragen und nochmal Anmerkungen Ihrerseits hervorruft, aufgrund der Tatsache, dass das vielleicht in Teilen oder nee, nicht in Teilen, sondern weil diese Perspektiven eben auch aktuell weniger stark im Verfahren ausgeprägt sind. So, genau. Und zwar wird, ich mache mal eine Folie weiter, geht es jetzt um eben die Perspektiven zur Weiterentwicklung der Beobachtungssystematik und vielleicht auch mal so nochmal einen Blick auf den Fachtag zu werfen. Dort sind wir eben einzig und allein auf die Rückmeldung der Ergebnisse eingegangen und haben das auch intensiver und auch noch mit Ankerbeispielen aus den Interviews und also wesentlich umfangreicher vorgenommen, sind dort aber nicht auf Perspektiven zur Weiterentwicklung der ressourcenorientierten Beobachtungssystematik eingegangen, was auch den Hintergrund hatte, dass auf diesem Fachtag Workshops stattgefunden haben zu verschiedenen Schwerpunkten, beispielsweise zur Frage der Dokumentation, zur Frage der Einbindung von Kindern und Familien unter anderem, noch zu anderen Themen. Und die sollten sozusagen, oder die waren wie Gruppendiskussionen organisiert und auch im Rahmen dieses nun Anschlussprojektes als erster Ort der quasi Datenerhebung. Also es ging darum, die Ergebnisse eben der Erstuntersuchung oder der Analyse nun mit dem Feld gemeinsam zu reflektieren und im Rahmen von solchen Workshop-Diskussionen quasi die Perspektiven darauf einzufangen, um eben dann auch zu überlegen, welche Formen der Weiterentwicklung sinnvoll und auch möglich sind. Ich habe beispielsweise einen Workshop zur Frage der Differenz von Dokumentationsverfahren durchgeführt und das war hochspannend. Ich glaube, die liefen 1,5 Stunden, die Workshops, vielleicht auch 2. Und wir hätten noch den ganzen Tag weiter da vor der Wand stehen können, wo dann eben die bundesweit unterschiedlichen Verfahren dargestellt waren und jede Region stellte dann eben ihre Konzeption vor. Das war wirklich ganz spannend. Also selbst da haben wir schon Stoff gehabt zu diskutieren. Das war wirklich klasse. Und bis dahin, dass dort dann beispielsweise rauskam, dass nicht nur regionsspezifisch unterschiedliche Verfahren vorhanden sind, sondern letztendlich dann auch noch innerhalb der Region zwischen Einrichtungen, eventuell dann auch in Abhängigkeit vom Träger, unterschiedliche Dokumentationsverfahren mit unterschiedlichen Rubriken und Perspektiven vorhanden sind. Das also sehr spannend. Also Punkt. Genau. Was wir dort aber nicht gemacht haben, ist auch unsere wissenschaftliche Perspektive rückzumelden, beziehungsweise auch das, was wir so über die Jahre, was so Forschung angeht, herausgefunden haben und auch sinnvoll finden, rückzumelden und aus unserer Sicht näher in dieses Verfahren eingebunden werden sollte. Und darauf gehe ich jetzt ein im zweiten Teil und hier an dieser Stelle einmal unsere Perspektive auf kindliche Entwicklung. Und wir sind deutlich bedürfnisorientiert ausgerichtet und arbeiten dort mit der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von DC und Ryan. Und die postuliert eben sogenannte Basic Needs, psychologische Grundbedürfnisse, die befriedigt sein müssen, um überhaupt ja intrinsisch motiviert mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Gehe ich gleich näher drauf ein. Und das ist im Sinne so einer Entwicklungspyramide für mich der Treibstoff. Also die Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen ist wie Treibstoff in ein Auto zu füllen. Ohne den kann das einfach schlicht und ergreifend nicht fahren. Und wie wird dann Entwicklung gemacht? Und da muss man sagen, in den frühen Kindesjahren ist das kindliche Spiel einfach total zentral. Deswegen wird häufig eben ja auch das Freispiel in solchen Beobachtungsverfahren fokussiert. Und das ist für mich oder auch nicht nur für mich, sondern auch für andere Personen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wie so ein Motor. Und wenn man dann aber die Frage stellt, wo fährt das Kind dann eigentlich hin oder wie bewegt es sich dann sozusagen in einer Umwelt, auch in einer Lernlandschaft, dann sind die Interessen da. Für mich so etwas wie das Navi, in dem die Interessen eben auch vorherbestimmen, mit welchen Inhalten sich Kinder wann und auch wie intensiv auseinandersetzen. Und deswegen sind das so ein bisschen die Punkte, die wir hier nochmal näher fokussieren wollen und auch nochmal näher auf dieses Verfahren schauen wollen, weil dort durchaus Entsprechungen sind, die interessant sind. Und so ist es aus unserer Perspektive beispielsweise so,
und dass die Leubner Engagiertheitsskala, die in diesem Verfahren ja bundesweit einheitlich enthalten ist, aus unserer Sicht oder auch speziell meiner Sicht eigentlich die Auswirkungen der Befriedigung der Basic Needs beobachtet. Ne? Gehe ich gleich nochmal näher drauf ein. Und insofern kann man sich fragen, ob es nicht auch sinnvoll wäre, nochmal unter einer bedürfnisorientierten Perspektive auch auf das Kind zu schauen, was in Teilen auch im Übrigen schon gemacht wird, wie wir jetzt im Weiterentwicklungskreis des Folgeprojekts aus einer Region erfahren haben. Wenn wir es so wollen, ist dann das kindliche Spielen mit den Schemata recht eng verknüpft. Und auch das Thema Schemata ist durchaus nochmal zu durchdringen. Insofern, dass beispielsweise auch ein Unterschied im Rahmen der Dokumentation zwischen den verschiedenen Regionen ist, dass eine ganz unterschiedliche Anzahl an Schemata dort erhoben wird. Und insofern sollten wir uns auch nochmal überlegen, welche Bedeutung die Schemata haben. Aus meiner eben psychologischen Entwicklungsperspektive auch, welche Bedeutung Schemata im Sinne ja eines zeitlichen Verlaufs von kindlicher Entwicklung haben. Also ich persönlich bin der Auffassung, dass Schemata gerade in den früheren Kindesjahren durchaus eine Bedeutung haben und durchaus eben so eine Strukturierung der Kind-Umwelt-Interaktion darstellen können, indem ein Kind beispielsweise sehr Gefallen daran findet, Dinge zu stapeln oder gewisse sozusagen auch physikalische Gesetzmäßigkeiten auszuchecken und da dann eben entsprechende Schemata wirksam werden, im höheren Alter dann aber Dinge stärker auch durch Interessen strukturiert werden und Umweltbezüge sozusagen stärker über Themen und Dinge, die einfach das Kind reizvoll und spannend findet, strukturiert werden als über die Schemata. Auch das so ein Punkt, den wir gerade diskutieren. Und als drittes noch kann man sich auch überlegen, inwiefern sozusagen eine Fokussierung der Interessen dann auf Bildungsbereiche hinführen kann, die eben auch in allen Verfahren vorhanden sind, dann eben auch mit bundesweit unterschiedlichen Konnotationen. Auch wieder finde ich ein spannender Punkt, dass es bundesweit ganz unterschiedliche Bildungsbereiche gibt. Das zeigt auch wieder, wie letztendlich, ja, ich bin diesen Bildungsbereichen gegenüber etwas kritisch in Teilen eingestellt, weil, komme ich gleich nochmal drauf. So, an dieser Stelle führe ich jetzt mal die einzelnen Aspekte näher aus. Ich beginne mit der Selbstbestimmungstheorie eben der Motivation von Wiese und Ryan. Und da ist eben die grundlegende These, dass erfolgreiche Entwicklung eben auf intrinsischer Motivation basiert, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Und das ist, denke ich, relativ logisch nachvollziehbar. Und im Sinne der Motivation geht es eben hier um so einen quasi Willen zur Veränderung, auch um so eine Form des Energetisiertseins. Und letztendlich, Reinberg drückt es eben wissenschaftlich aus, eine aktivierende Ausrichtung des aktuellen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand oder zur Vermeidung eines negativen Zielzustandes. Also merkt man, da stecken auch schon Verstärkungsgedanken dahinter. Aber ich denke, das ist Ihnen allen soweit geläufig. Und was Sie sicher auch kennen, ist eben diese Unterscheidung in extrinsische und intrinsisch motivierte Lernprozesse. Und hier jetzt aber im Rahmen der Selbstbestimmungstheorie wird ein Fokus, und das ist ganz spannend, eben auf die Frage der Regulation gelenkt. Nämlich auf die Frage, wer reguliert eigentlich diese Motivation? Und da kann man eben sagen, dass sich sozusagen auch von intrinsischer zu extrinsischer Motivation der Grad der Selbstbestimmung verändert. Ist irgendwie ganz logisch, aber ist total fundamental und wird in anderen Theorien gar nicht so fokussiert. Es ist ja ganz klar, dass wenn ich irgendwas nur mache, um eine Belohnung zu bekommen oder eine Strafe zu vermeiden, dass das dann sehr stark extern reguliert wird, nämlich eben durch äußere Einflüsse. Währenddessen ich, wenn ich mich beispielsweise mit irgendeinem Hobby beschäftige, auf das ich voll Bock habe, ich beispielsweise werde nachher Musik machen mit meiner Band, da habe ich voll Bock drauf, da muss ich nicht extern reguliert werden. Also ich brauche dann nicht irgendwie eine Schale mit Bonbons, damit ich da hinfahre, sondern ich fahre da auch, wenn da keine steht, hin und mache das, weil ich da Lust drauf habe. Das bedeutet, es wird intern reguliert. Und das ist natürlich das, was wir sehr gut finden, weil das einfach am Endeffekt sogar günstiger ist, ne? Also tatsächlich günstiger. Und wenn wir jetzt aber mal schauen, und das ist jetzt das Spannende und deswegen auch wird die Bedeutung dieser psychologischen Grundbedürfnisse herausgestrichen, wenn wir mal schauen, was ist eigentlich notwendig, um überhaupt intrinsisch motiviert zu sein, dann eben postuliert diese Theorie, und das ist umfangreichst untersucht und wirklich ganz, ganz gut empirisch abgesichert. Wir haben beispielsweise in dem Interessenentwicklungsprojekt auch eben unter dieser Perspektive Kinder im Rahmen ihrer Interessenentwicklung begleitet. Gehe ich gleich noch näher drauf ein. Also es ist sehr, sehr umfangreich belegt, dass eben die Befriedigung
der grundlegenden psychologischen Bedürfnisse überhaupt erst die Voraussetzungen schafft, um sich intern reguliert, intrinsisch motiviert mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, darauf zu achten, dass Kinder einfach eine gute soziale Eingebundenheit haben, dass die eben im Rahmen ihrer Suchbewegung und auch ihrer menschlichen Entwicklung in Kita-Einrichtungen so eine sichere soziale Basis haben, dass sie sich dort wertgeschätzt fühlen, dass die dort sich angenommen fühlen. Und das Gleiche im Übrigen gilt an dieser Stelle auch für Eltern. Also diese Theorie wird nicht nur auf Kinder angewandt, sondern die wird über die gesamte Lebensspanne angewandt. Und insofern können Sie diese Perspektiven der Bedürfnisse auch auf die Kooperation mit Eltern übertragen. Und wir machen das beispielsweise auch im Rahmen von Veranstaltungen zur Frage der erfolgreichen Kooperation zwischen Familie und Kita-Schule. Da spielen auch diese Bedürfnisse eine große Rolle. Genau. Das zweite ist eben dieses Kompetenzerleben, also dass Kinder sich erfolgreich erleben wollen in der Auseinandersetzung mit der Umwelt und Anforderungen standhalten möchten. Und als letztes im Übrigen auch unter Lernperspektive der am höchsten aufklärende Faktor, das ist Autonomie, indem man nämlich das Bedürfnis hat, auch selbst zu entscheiden, wann man sich wie mit welchen Dingen auseinandersetzt. Und eben diese drei Bedürfnisse bilden so ein ganzheitliches System, das die motivationale Beziehung der Person zur Umwelt erklärt. Und an dieser Stelle kann ich schon mal vorwegnehmen, alle Kinder, die wir in dem Interessenentwicklungsprojekt untersucht haben, die durch sehr komplexe, umfangreiche Interessenentwicklungsverläufe aufgefallen sind, kamen aus Elternhäusern, die hochgradig eben diese Basic Needs befriedigt haben. Umgedreht kamen halt Kinder mit einer fragmentarischen Interessenentwicklung, so nennen wir also Kinder, die eine weniger komplexe und auch weniger stringente Interessenentwicklung haben, kamen aus Elternhäusern beziehungsweise dann auch Kita-Einrichtungen, wo eben diese Grundbedürfnisse weniger deutlich oder auch mangelhaft befriedigt wurden. Und insofern ist das an dieser Stelle schon mal den Zusammenhang vorweggenommen, auch irgendwie logisch, dass das eine zu so einem komplexen Verlauf führt und eben so eine Unterversorgung zu so einem wenig komplexen, weil eben ja gerade diese intrinsische Motivation, also dieses selbstmotivierte Auseinandersetzen des Kindes mit der Umwelt nötig ist, um überhaupt auch Interessen ausbilden zu können. Das ist irgendwie ganz klar. Aber deswegen noch ganz, ganz, ganz wichtig, diese Grundbedürfnisse sind hochbedeutsam und sollten einfach als Beobachtungskategorie genutzt werden, gerade auch bei Kindern, die unter besonderen Belastungen leiden beziehungsweise besondere Unterstützungsbedarfe haben. Kann ich wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wenn man sich jetzt fragt, wie ist momentan die Kontextualisierung dieser Perspektive in dem aktuellen Verfahren, dann kann man eigentlich sagen, dass die Leubner-Engagiertheitsskala eben die Auswirkungen der Befriedigung der Basic Needs erhebt. Das bedeutet, dass logisch irgendwie, wenn es darum geht, wie engagiert ist ein Kind, ne, dann ist es ja klar, dass eben durch die Engagiertheit sozusagen letztendlich dann auch eine adäquate Befriedigung der Basic Needs dokumentiert wird. Aber da ist, was ich halt wichtig dabei finde, ist zu verstehen, was ist Ursache und Wirkung. Und da habe ich in Teilen auch bei der Art und Weise, wie die Leubner Engagiertheitsskala angewandt wird, das Gefühl, dass die eigentlich dann im Sinne des Nutzens für die Ableitung von Förderperspektiven auf das Kind wenig bedeutsam ist, weil man eigentlich auch nicht viel damit anfangen kann. Wenn ich weiß, ein Kind engagiert sich nicht, dann weiß ich, es engagiert sich nicht, aber ich habe keine Idee, was muss ich denn tun, damit es sich besser engagiert. Und da wäre es aus unserer Perspektive eigentlich sehr sinnvoll, eben auch eine bedürfnisorientierte Perspektive einzuziehen und verstärkt eben auf diese Basic Needs einzugehen als Grundlage einer eben im besten Fall intrinsisch motivierten Auseinandersetzung des Kindes mit der Umwelt. Eben ein erster Punkt, eine erste Weiterentwicklungsperspektive, die wir gerade auch in unserer Arbeitsgruppe entsprechend diskutieren. Im Sinne der Pyramide dann eben auch das Navi hier, die Interessen des Kindes. Aus meiner Perspektive, ich forsche dann nun ja mittlerweile auch schon 12 Jahre zu diesem Thema. Das liegt mir natürlich total am Herzen. Auch da ist es so, das ist in dem Verfahren prinzipiell vorgesehen. Und es gibt eben dort eine verschwindend kleine Zeile Interessen des Kindes, die aber wirklich wenig zentral sind in der Beobachtung. Und das ist etwas, was natürlich aus meiner Forschungsperspektive sehr kritisch hinterfragt wird, weil eben die Interessen so eine wichtige individuelle Ressource des Kindes sind und eben motivieren und auch strukturieren
im Sinne der Auseinandersetzung des Kindes mit der sozialen, aber auch materiellen Umwelt. Und das, ja, auch das ist umfangreich untersucht. Und gleichzeitig entstehen Interessen wirklich sehr, sehr früh, sind elementarer Teil des kindlichen Selbstkonzeptes und werden individuell als Stärke gedeutet und sind emotional positiv besetzt. Das bedeutet, wenn sie mit Kindern in Kontakt kommen und die fragen, sag mal, was machst du denn gerne, was kannst du besonders gut, dann werden die in der Regel mit Dingen oder mit Themen und Inhalten antworten, die sich auf ihre Interessen beziehen oder auch Handlungen. Ich kann besonders gut klettern, kann super basteln, ich kenne alle Dinosaurier auswendig, wie auch immer. Also das wird vom Kind auch selbst so gedeutet, im Übrigen auch in der Regel durch die Umwelt. Und die strukturieren eben sehr stark die Interaktion des Kindes mit der materiellen, aber auch mit der sozialen Umwelt. Ist irgendwie auch logisch. Das werden wir mal schauen, welche Kinder spielen im Kindergarten dann zusammen ein Rollenspiel oder sind gemeinsam in der Konstruktionsecke. Das sind häufig die Kinder, die eben ähnliche Interessen haben. Und insofern fördern die auch Peer-Beziehungen. Und das nicht nur im Kindesalter, sondern wenn ich heute Nachmittag eben oder später heute Abend mit meinen Leuten Musik mache, dann, warum mache ich mit denen Musik? Warum sind wir sozial in dieser Situation? Weil wir eben das gleiche Interesse haben. Also Interessen sind wirklich sehr, sehr wirksam im Rahmen der Gestaltung und Strukturierung von Entwicklungsprozessen und sollten daher wirklich deutlich fokussiert werden. Das drückt sich dann auch darin aus, dass Interessen der beste Prädiktor für Schulleistungen sind. Und das ist auch wieder, also nicht IQ beispielsweise, sondern es sind die Interessen und bereichsspezifisches Vorwissen, was damit einhergeht. Also wenn ein Kind jetzt Thema Sachunterricht und dann wird meinetwegen Thema Bauernhof durchgenommen und das Kind ist totaler Fan vom Bauernhof und beim Onkel und hin und her, dann weiß das natürlich total viel darüber und bringt total viel mit, ist gleichzeitig auch sehr motiviert, weil eben dieses Thema spannend findet, sich damit auseinanderzusetzen. Das bedeutet, diese Interessen sind daher so ein guter Aufklärer, weil unabhängig vom kognitiven Potenzial das Maximale sozusagen an Motivation und Potenzial ausgeschöpft wird in der Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand. Insofern führt so ein interessenbasiertes Lernen am Ende auch nicht zu, eigentlich in diesem Sinne, so ein mehr oder schneller Lernen, sondern in allererster Linie zu einem vertieften Verständnis, was dann wieder mit quasi auch neuronalen Prozessen zu tun hat, in dem natürlich Interessen letztendlich auch umfangreiche neuronale Netzwerke sind, wo eben Inhalte gespeichert sind, an die logischerweise umfangreicher und differenzierter angeknüpft werden kann, als wenn dort zu einem Thema gearbeitet wird, von dem man noch nie was gehört hat, keinerlei Strukturen vorhanden sind. Das ist, denke ich, sachlogisch. Insofern werden Inhalte in diesem Kontext hier effizienter und auch nachhaltiger gelernt. Also untersucht wird das beispielsweise mit Geschichten, die man liest. Und dann werden Sie feststellen, dass Sie eben Geschichten, die sich auf Interesseninhalte beziehen, auch lange Zeit noch viel detaillierter reproduzieren können, als wenn Sie einen Text lesen, der über einen Inhalt handelt, der Ihnen relativ egal ist. So, wie hängt das Ganze nun zusammen? Und das habe ich eigentlich auch schon ausgeführt. Die sozusagen positive Entwicklung von Interessen ist eben auf eine angemessene Befriedigung grundlegender psychologischer Bedürfnisse angewiesen. Und insofern ganz bedeutsamer Zusammenhang. Möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht weiter ausführen. Wenn dazu Fragen bestehen, kann ich gerne auch noch anhand von Fallbeispielen darauf eingehen, was das konkret bedeutet. Aber ich belasse es an dieser Stelle einmal, möchte auch nicht auf die Aspekte der Person-Gegenstandstheorie eingehen, weil ich glaube, das ist Ihnen soweit auch bewusst, was dort zu sehen ist. Was ich vielmehr noch auch ob der Zeit vorstellen möchte, ist, dass wir in dem Forschungsprojekt Interessenentwicklung von Kindern aus soziokulturell benachteiligten Familien in der Transition Kita-Schule eben auch geschaut haben, womit setzen sich Kinder eigentlich unter so einer inhaltlichen Orientierung im Kindergartenalter und auch im Übergang zur Schule auseinander. Und da konnten wir, und das ist ganz spannend, so vier Hauptgruppen wiederfinden. Und da gab es einmal so eine Gruppe von Kindern, die verstärkt in so einem künstlerisch-kreativen Bereich interessiert waren. Es gab Kinder mit ausgeprägten motorischen Interessen. Es gab Kinder mit sozialen Interessen, wie beispielsweise dann auch Rollenspielen oder allgemein so ein Interesse am Kontakt mit anderen Kindern und Erwachsenen. Und letztendlich auch eine Gruppe, die häufig unter einer eher thematischen Fokussierung sich intensiv mit naturwissenschaftlich-technischen Themen auseinandergesetzt. Das ist so für den deutschsprachigen Raum und auch weltweit noch gar nicht dokumentiert worden. Es gibt andere Konzepte der Differenzierung von Interessen.
finde ich persönlich wirklich hochspannend, dass das bisher so nicht beschrieben wurde, weil es ist wirklich sehr augenfällig gewesen und wurde bisher auch im Rahmen der Scientific Community sehr gut angenommen, dieses Modell. Was bedeutet das nun für die Beobachtung und Förderung von Kindern? Hier ist es einfach so, dass deutlich wird oder wurde an unseren Beobachtungen und Auswertungen, dass diese Hauptinteressen von Kindern eine hohe strukturierende Funktion auch auf Aktivitäten in anderen Bereichen haben und deswegen im Rahmen der Beobachtung und Förderung sehr wohl in den Blick genommen werden sollten. Mal so ein Beispiel. Wenn so ein naturwissenschaftlich-technisch interessiertes Kind etwas gespielt hat, dann also ein Rollenspiel gespielt hat, beispielsweise waren das überhäufig in diesem Fall Dinosaurier-Rollenspiele und oder Tierrollenspiele, wenn der Klaas, der steht jetzt, ich kann leider heute den Fall nicht zeigen, weil wir die Zeit nicht haben, sonst habe ich so Videobeispiele, wo man die Kinder auch sehen kann. Wenn der sich motorisch bewegt hat, dann hat er häufig so Tiere nachgeahmt. Und wenn der Klaas Bilder gemalt hat, dann hat der häufig Dinosaurier beziehungsweise Drachen gemalt. Und ein ganz interessantes Beispiel ist auch ein anderes Kind, was sehr sozial interessiert war. Dieses Kind hat beispielsweise auch immer gerne mal mit Freundinnen an einem Tisch gemalt. Aber bei Jenny war das so, da ging das eigentlich gar nicht so ums Malen, sondern es ging um mit den Freundinnen gemeinsam am Tisch sitzen. Und dann hat die in so einem Produktionsmodus gemalt. Also da wurden so ganz schnell so auf diesem Druckerpapier mit diesen Löchern an der Seite wurden in Windeseile 10, 15 Bilder gemalt. Und dann habe ich eins geschenkt bekommen und die Erzieherin und 3, 4 Mutti wurden mitgenommen. Und da merkt man sozusagen unter so einer Regulationsperspektive, also die Frage, welche Motivation und auch welche Zielperspektive strukturiert die Interaktion des Kindes mit der Umwelt, dann würde man, wenn man nur flüchtig drauf guckt, sagen, ja, die hat Lust auf Malen. So, aber wenn man näher hinschaut und sich mit dem Kind näher beschäftigt, stellt man fest, nee, die hat gar nicht Lust am Malen, die hat Lust, mit den Freundinnen da zu sitzen und mit denen zu schnaddeln und sich zu unterhalten. Das bedeutet, dass diese theoretische Perspektive, wenn man sie anwendet, und es ist im Rahmen der Beobachtungssystematik ja möglich, wenn man dort näher hinschaut, bekommt man sehr gute Hinweise dafür, wie Kinder dann auch in ihrem Interessenbereich, aber eben auch in anderen Bereichen gefördert werden können, wo man vielleicht sagt, oh, das würde dem Kind vielleicht auch gut tun, noch mal ein bisschen so im feinmotorischen Bereich irgendwas basteln. Hatten wir beispielsweise einen Jungen, der war motorisch interessiert. Und der hat Basteln abgelehnt, das war für ihn so Mädchenkrams und wollte er als Junge nicht und nö, hin und her. So, was hat er aber zu Hause gebastelt? Zwillen, Katapulte, also allen möglichen Kampfkrams, den er für seine Geschichten da brauchte. Und hätte man dann eben entsprechend überlegt, ich weiß, das ist in einigen Kitas verboten, habe ich auch schon in vielen Vorträgen die Diskussion gehabt, was jetzt erlaubt wäre, mit ihm zu bauen. Aber wenn man beispielsweise vielleicht auch ein Buch genommen hätte, weil so lesen war auch nicht so seins, oder vorlesen vielmehr war nicht so seins, dann hätte man eben ein Buch mit einem entsprechenden Thema nehmen müssen, was eben seine sein Faible für so Kampf und Schlachten und was ihn da so beschäftigt aufgreift, hätte man ihn sicher sehr gut in Interaktion bekommen und da hätte er richtig viel Spaß dran gehabt. Insofern aus unserer Sicht ganz wichtig, eben auch auf die individuellen Interessen zu schauen und dort entsprechend auch diese zu dokumentieren und ein entsprechendes Angebot eben einerseits auch unter so einer Bedürfnisorientierung anzuleiten, gleichzeitig eben aber auch individuell auf die Interessen des Kindes einzugehen. Und da sind wir schon bei diesem Punkt, nämlich der Frage der Einbindung auch von Kindern. Für mich ist es ganz klar und wichtig, dass Kinder in diesem Verfahren auch als aktive Mitgestalter adressiert werden sollten. Ich habe auch schon im Vorläuferprojekt, wo wir den Übergang Kita-Schule bearbeitet haben und dort eben auch die Beobachtung dokumentiert haben und unsere Kollegin Magdalena Hartmann, die in diesem Projekt EEBV1 auch mitgearbeitet hat, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen und betonen. Die schreibt beispielsweise, ist gerade in den Endzügen ihrer Doktorarbeit, wo sie die gemeinsame Beobachtungspraxis von Lehrkräften und Erzieherfachkräften, die in diesem Projekt gemeinsam beobachtet haben, unter ethnografischer Perspektive analysiert. Ganz, ganz spannend. Und dort ist es beispielsweise auch so gewesen, dass wir Beobachtungen haben. Da wurde wirklich ganz intensiv dann darüber diskutiert, was das Kind dort macht, ob es irgendwie, es hatte irgendwas in der Hand, wo darüber diskutiert wurde, ist das ein Handy oder ein Fotoapparat? Ne? Und mal abgesehen davon, dass das eigentlich für die Auswertung gar nicht relevant ist, ob es ein Handy oder ein Fotoapparat ist, sondern eigentlich nur, dass es Fotos macht,
Wurde am Ende aber eigentlich auch am Interesse des Kindes und sozusagen der eigentlich handlungsleitenden Orientierung vorbei gedacht oder interpretiert, und das in erster Linie auch, weil das Kind selber nicht befragt wurde. Und insofern bin ich ein großer Fan von Fragen stellen, nicht nur den Kindern, sondern natürlich auch ganz wichtig den Eltern. Und insofern hier nochmal die dritte Perspektive, auch sozusagen unter dieser Frage der prozessualen Einbindung verschiedener Systeme. Und da kann man nur ganz klar sagen, dass eben diese erfolgreiche Kooperation Basis positiver Entwicklung ist und gerade auch stabile Konflikte grundsätzlich Entwicklungshemmer. Das betont nochmal die Bedeutung, Eltern wirklich gezielt, aktiv, ko-konstruierend in diese Prozesse einzubeziehen, weil es einen ganz, ganz unterstützenden Faktor hat. Können wir vielleicht noch in der Diskussion näher darauf eingehen, warum das so ist, und da auch an den Fallbeispielen vielleicht so konkrete Fälle mal beschreiben, die dann eben positive und auch negative Entwicklungsverläufe dokumentieren. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Insofern fände ich es total super, wenn dieses Verfahren verstärkt einerseits auch am Kind ist, an den kindlichen Interessen, an den individuellen Verläufen und sozusagen natürlich in irgendeiner Form blitzlichthaft zu gewissen Zeitpunkten dort reinzoomt, aber die Förderung und auch die Perspektive auf das Kind einen stärker sozusagen auch prozessualen Charakter hat und diese ganze Geschichte eben unter einer deutlichen Einbindung von Kindern und auch ihren Familien stattfindet. Insofern, wie ist eigentlich gerade der Stand? Und da kann man sagen, wir sind aktuell dabei, zunächst auch noch mal eine Nachlese, das haben wir schon gemacht, eine Nachlese des Fachtags im Kreis der regionalen Koordinatorin. Deswegen sitzen wir nämlich heute hier, weil wir bei der Nachlese nämlich festgestellt haben, dass das mit der Online-Übertragung da irgendwie nicht ganz so perfekt hingehauen hat, wie wir uns das gewünscht haben. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, heute hier nochmal sozusagen ein Angebot anzubieten und sind sozusagen mit Vorstellungen, Diskussionen der Perspektiverweiterung und Anpassungen gerade beschäftigt. Und da geht es dann eben auch darum, die Gruppendiskussionen in den Blick zu nehmen. Und die werden gerade ausgewertet, sind mittlerweile schon transkribiert. Es waren, glaube ich, 7 Workshops und Gruppendiskussionen, jeweils von 1,5 Stunden. Das ist sehr, sehr umfangreich, die zu verschriftlichen, weil es gibt nichts Nervigeres, als Gruppendiskussionen zu transkribieren. Also insofern sind wir aktuell dabei, eben im Arbeitskreis diese verschiedenen Perspektiven einzubringen, den wir mittlerweile schon gegründet haben. Und in diesem Arbeitskreis sind eben neben den von mir schon genannten Personen auch Personen vom Quality-Team dabei. Das ist eine Arbeitsgruppe von der Uni Münster. Und die sind dabei, eben eine tabletbasierte Version dieses Beobachtungsverfahrens zu entwickeln, beziehungsweise es wird auch schon an verschiedenen Standorten, ich meine in Frankfurt und auch in Hannover, korrigiert mich, wenn das falsch ist, auf jeden Fall Felix Meyer einmal, hat eine Kita oder verschiedene Kitas, die schon sozusagen mit ersten Pilotversionen arbeiten. Und auch die Landeshauptstadt Hannover wird eben dieses Tablet-basierte Verfahren zum Einsatz bringen. Kann ich auch gerne mal fragen, noch was zu sagen. Und da ist eben die Zielperspektive, dass die quasi Weiterentwicklungsversion des ressourcenorientierten Beobachtungsverfahrens des Early Excellence Ansatzes dann eben auch in Quality digitalisiert ist, sodass in Zukunft die Beobachtung eben tabletbasiert stattfinden kann und das unter der Perspektive einfach eine Arbeitserleichterung und im besten Fall, und das glaube ich ist auch wirklich gut machbar und auch sehr spannend, sogar noch eine qualitative Steigerung des Verfahrens. Ja, an dieser Stelle bin ich am Ende angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf einen angeregten Austausch im Plenum. Und ja, erstmal kurz vielen Dank bis hierher.